Also uns macht das sozusagen auch wie Kindern auf unseren Geräten immer noch Spaß. Wir versuchen uns auch viel vorzustellen, wie wird ein Kind spielen, wie wird es klettern, sind dann hoch erfreut, wenn wir bei Eröffnungen mit dabei sind und sehen, dass also das genauso funktioniert und noch eigentlich viel besser, als man sich das hätte erträumen können und so. Also das ist schon eine große Freude sozusagen, ne? Das ist also natürlich wirklich ein Lebenstraum, ja. Als wir angefangen haben, gab es diese Art von Spielplatzgestaltung gar nicht. So, die ist stark beeinflusst worden von Einzelkämpfern, auch relativ konzentriert aus Brandenburg heraus, haben die Möglichkeiten zum Beispiel der Robinie genutzt. Dieses Holz eignet sich eben halt extrem gut für den Spielplatzbau. Hier hatten wir sogar die Gelegenheit, zweimal dabei zu sein. Vor 13, 14 Jahren das erste Mal und vor 5 Jahren das zweite Mal, sodass es inzwischen 2 benachbarte Grundstücke sind, die das Unternehmen unbedingt brauchte und heute ausfüllt mit so tollen Dingen wie diesen Spielplatz. 2 Personen, die eine Vision haben, die damals, ich glaube, nicht mal die Hälfte der Mitarbeiter hatten und heute über 50 Menschen beschäftigen. Das konnte man vorher nicht wissen. Man muss sich dann auf diese Personen, auf deren Visionen und auf deren Zahlen und Planungen verlassen. Und das haben wir getan und freuen uns heute drüber und versuchen damit anzugeben. Na, momentan, was Fachkräfte betrifft, sind wir gut aufgestellt. Was Nachfolge betrifft, ist natürlich ein schwieriges Problem. Schwierig, weil unsere Arbeit und das Design, für das wir stehen und so, natürlich stark von unseren Personen abhängt. Das ist natürlich so ein Problem, mit dem wir uns jetzt schon seit geraumer Zeit beschäftigen. Wie werden wir es angehen? Wir haben da natürlich noch nicht jetzt wirklich die Antwort gefunden, sondern überlegen verschiedene Szenarien und müssen eben auch schauen, ob letztendlich davon eine greift. In diesem Falle war noch die Nachfolge noch mehr als 10 Jahre weg, aber jetzt ist sie zum Beispiel 8 Jahre und wir reden gern drüber, weil wir sind eventuell diejenigen, die den Nachfolgern zu dem Geld verhelfen, was sie für dieses Unternehmen bezahlen müssen, damit sie es erwerben können. Und heute ist das für die Abgebenden wichtig, wenn es schon nicht in der Familie ist, dass sie wissen, wie ihr Nachfolger die Kredite bekommt, damit sie ihren Lebensabend davon bestreiten können.